So, jetzt aber recht freundlich. Andere haben für sich sitzen. Vorsicht, da kommt jemand gleich freundlich anfahren. Flaggenparade hier. Ich begrüße Sie und euch alle zu unserer letzten Tour heute. 7 Kilometer liegen vor uns. Wir werden zum Diemelsee gehen, zum Stausee. Und hinterher wartet noch eine kleine Überraschung für euch. Ich bin froh, dass ihr alle da seid und bin guten Mutes, dass wir das alle konditionell gut schaffen werden. Danke. Clara, du kannst als Moderatorin sprechen und anfangen. Also was richtig gut geklappt hat und was uns wirklich gefreut hat, das waren die Mitwandertage, dass die von jedem so gut angenommen wurden. Wir haben in diesem Jahr bei 5 Wochen 5 Trails die Möglichkeit eröffnet, dass jeder auch mal eine Teiletappe mitwandern kann. Und wir waren selbst überrascht, wie viel Anklang das findet. Und das war eine ganz tolle Möglichkeit, auch Hessen kennenzulernen, die Region kennenzulernen und auch sich mit den Wanderern mal auszutauschen. Die 5 Wochen waren sehr kurzweilig, super abwechslungsreich und immer noch so, dass ich einfach weitergehen möchte, auch die nächste Zeit. Das Wetter ist nach wie vor so super schön, dass ich denke, man müsste weitergehen, bis sich das halt ändert. Dann wäre okay, dann würde ich auch gerne mal meine Wäsche durchwaschen, zum Friseur gehen, ja, und alles Revue passieren lassen. Die Staumauer des Diemelsees. Staumauer NRW, See zum größten Teil Hessen. Kommt denn das her? Das hat unser geheimer Kuchenlieferant vorbeigebracht. Das sind viele Momente. Ganz tolle Wanderungen. Der, wie hieß er, Werra Burgensteig war klasse. Rhön, Odenwald. Tolle Menschen kennengelernt. Also ganz, ganz viele Momente. Einmal heute der Tag hier um den Diemelsee drumherum. Und der erste und zweite Tag am Nibelungensteig. Weil das war der Anfang und jetzt das Ende. Das waren so Highlights und Traurigkeit gleichzeitig. Die Berge insgesamt, ob das jetzt der Hohe Meißner ist, der so über dem östlichen Nordhessen thront, oder eben auch hier so an der Diemel die sanften Hügellandschaften, die sehr abwechslungsreich sind. Es ist nicht alles mit Wäldern zu, sondern es sind sehr viele Fernblicke. Also das hat mich am meisten berührt. Und auch hier nochmal an der Diemel dann zusätzlich nochmal Wasser. Ich glaube, für mich war so der Moment, wie wir auf der Werra Burgensteig Hessen von Schloss erst Rothenstein hochgekommen sind, dann in das Werratal geguckt haben, die Meißner da hinten. Das war so ein bombastischer Ausblick, der sich auch so schlagartig dann aufgetan hat vor allem. Das war so ein ganz toller Moment. Für mich war es der ganze Tag in Bad Swesten. Die Pilgerwanderung war für mich selbst ein sehr intimer Moment.
Der hat mir wahnsinnig viel gegeben, der Tag. Die Wanderung als solches, das Landhotel Kern und dann aber auch diese Sinnessprüche, da bin ich ganz nah bei mir gewesen. Das war wunderschön. In wenigen Schritten ist man in einer ganz anderen Landschaft, in einem ganz anderen Gebiet. Und ich war selber überrascht, wie vielfältig das ist und wie viele Ecken es hier gibt, wo ich gar nicht gedacht habe, dass es so Landschaften so nah vor der Haustür gibt. Ich muss mich da Knut anschließen. Also mir war das nicht bewusst, dass es hier so viele verschiedene Landschaften gibt, so viele schöne Ecken. Ich denke, wir sind für uns sicher, dass wir die nächsten 3-4 Jahre wirklich unseren Urlaub auch in Hessen verbringen können. Wir haben so viele Punkte, die wir noch besuchen wollen und werden. Das war für mich nicht absehbar. So eine Vielfalt. Das fand ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir oft jemanden dabei hatten, der uns informiert hat. Und den Leuten möchte ich auch danken dafür. Wir haben sehr abwechslungsreiche Landschaften hier. Das geht vom Odenwald bis wirklich ganz hoch nach Nordhessen, jetzt hier Diemelstadt. Sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig. Auf wenigen 50 Kilometer ändert sich das Landschaftsbild komplett. Es sind keine weiten Wege und es ist auch sehr viel Ursprünglichkeit dabei und auch sehr viel Herzlichkeit in den Orten vor Ort. Hessen ist sehr vielseitig, sehr vielfältig, sehr gastfreundlich. Man hat auf engstem Raum unwahrscheinlich viel Abwechslung, also damit habe ich selbst überhaupt nicht gerechnet. Kulinarisch ein Highlight. Ja, man kann hier wirklich, also ich habe hier 4-5 tolle Wochen verlebt. Kann ich jedem empfehlen. Weil ich gigantisch tolle Menschen kennengelernt habe. Weil ich wunderbare Landschaften gesehen habe. Weil es immer wieder ein riesiges Erlebnis ist, mit Leuten unterwegs zu sein. Weil ich 5 Wochen lang am Stück tatsächlich mal draußen war und Natur erlebt habe. Weil ich Hessen von einer ganz neuen Seite erkannt habe. Weil es wirklich vor der Haustür war, was man neu kennengelernt hat. Weil es ein wunderbares Geschenk ist, in Hessen wandern zu dürfen. Yeah! Was bleibt, sind ganz viele Eindrücke, sind sehr zufriedene Gesichter, die ich gesehen habe bei den 5 Wanderern und ist die Erkenntnis, dass die hessischen Regionen einfach so vielseitig sind, dass es sich immer wieder lohnt, mal vor Ort zu kommen, den Rucksack zu schnüren, aufs Fahrrad zu steigen und ganz einfach zu genießen.